Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein neues Video zu Suicide Squad Kill the Justice League steht heute an und wir haben richtig geile News mit im Gepäck. Es gab einen Livestream, den ersten offiziellen Livestream. Da haben drei Streamer zusammen gezockt und es war jemand Offizielles von Rocksteady Games dabei. Wir haben viel Gameplay sehen können im Livestream, aber es gab auch viele Fragen, gute Fragen und auch gute Antworten dazu. Und besonders über die Antworten möchten wir heute sprechen. Das erste ist nämlich, und wir beginnen mit der Season 0 sozusagen. Season 0 wird mit dem Release von Suicide Squad Kill the Justice League starten und bei der Season 0 wird es um das Bane-Set gehen. Es gibt also ein Infamous-Set für Bane, oder es dreht sich um den Charakter Bane und bringt einzigartige Boni mit. Das heißt, das Set besteht aus drei Teilen und wer alle drei Teile hat, der bekommt alle fetten Boni on top zu seinen anderen Gegenständen, die noch ausrüstbar sind in den ganzen anderen Slots, die man noch hat. Ich glaube, nach den drei belegten Slots hat man noch fünf weitere Slots, wo man andere Dinge anstellen kann, ja, für seinen Charakter. Also sehr, sehr coole Sache. Und noch on top gab es eine krasse Info, nämlich gerade zu diesen Sets. Bei jeder Season wird ein neues Set eingeführt werden. Und jetzt diese Season 0, wie gesagt, Bane's Rage heißt das. Und das gibt es aber nicht nur in Tier 1, das gibt es auch in Tier 2 und das gibt es in Tier 3. Und es ist nicht nur so, dass Tier 2 einfach nur das gleiche ist und stärker ist und die Affixe besser sind, sondern Tier 2 hat andere Boni. Und Tier 3 ist auch nicht nur stärker als Tier 2. Sondern Tier 3 hat nochmal andere Boni als Tier 1 und Tier 2. Das heißt, wir haben so grundsätzlich, kann man schon fast sagen, drei unterschiedliche Sets, die sich zwar um Bane drehen, aber jeweils ganz andere Boni damit bringen und ganz andere Builds ermöglichen, ganz andere, ja, Effekte einfach dabei sind, die man für den Kampf nutzen kann. Und als ich das gehört habe, ich dachte, das ist geil. Und es sieht, um noch on top einen draufzusetzen, es sieht danach aus, dass diese Set, oder diese drei Sets, sag ich mal sozusagen auch, nach der Season 0 dann nicht verschwinden und wechseln, sondern wenn Season 1 kommt, kommt ein anderes Set mit Tier 1, Tier 2 und Tier 3, aber es gibt immer noch Bane's Rage, Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Und wenn ihr das Ding mal ein bisschen weiter spinnt, dann werdet ihr sehr schnell merken, was dann abgeht. Nach Season 1, Season 2, Season 3, wie viele Sets es geben könnte im Lootpool, geile Sachen, die man kombinieren kann und miteinander eine coole Kombination herstellen kann für einen neuen Build, für neue Inspirationen und so weiter und so fort. Also ich bin hier wirklich drauf heiß geworden, was sie mit dem Loot angestellt haben. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Es wird bei den Seasons nicht nur neue Sets geben, sondern es wird neue Incursion Missions geben. Also diese Incursions wurden gezeigt beim Livestream. Man konnte es sehen. Man ging durch ein Portal und hat dann so eine richtig coole grafische Animation gehabt. Wahrscheinlich blende ich euch da im Hintergrund auch was zu ein. Und ihr geht dann in eine bestimmte Zone, wo es unterschiedliche Missionen, also Incursion Missions gibt. Es gibt bisher drei Missionstypen bei diesen Incursions und wir konnten auch schon welche davon sehen. Allerdings wurde etwas nicht gezeigt, nämlich eine Incursion-Mission namens Mayhem. Und da gibt es dann einen großen Bosskampf. Ja, bei den anderen Incursion-Missions haben wir schon gesehen, man musste Zonen zum Beispiel verteidigen, sowas machen. Das sind also hier Missionstypenunterschiede. Aber es gibt noch mehr als das, nämlich es wird dann auch noch diesen Endgame-Modus namens Killing Time geben. Das ist wahrscheinlich ein Horde-Mode und wir werden sehen, wie sich das spielt. Das wurde allerdings im Livestream nicht gezeigt. Jetzt ist es so, wenn ihr eine Incursion-Mission starten wollt, braucht ihr Prometheum-Coins. Und wer sich jetzt erschrickt und sagt, ja, ich hab's doch gewusst. Nein, also hier kann ich Entwarnung geben. Diese Prometheum-Coins verdient ihr im Endgame, indem ihr in Metropolis irgendwelche Missionen zockt, Feinde bekämpft und so weiter. Und diese Prometheum Coins ist quasi eure Währung, um euch Zutritt zu verschaffen zu diesen Incursion Missions und wahrscheinlich auch zum Killing Time Endgame Modus. Und dieses Prometheum benötigt ihr, weil ihr innerhalb dieser Endgame Missionen sozusagen ein Schild aktiv habt und dieser Schild
dafür sorgt, dass ihr überhaupt in dieser Zone überleben könnt, weil sonst Brainiacs Metalltentakel kommen und alles kaputt machen. Und so ist die Lore, sage ich mal, hinter diesen Prometheum-Coins. Also die kann man sich nur durch Zocken verdienen, nicht durch einen Shop oder sowas, ja. Das wurde schon mal ganz klar hier deutlich beim Livestream gestern. Dann haben wir nämlich noch was, was ich zum Loot ergänzen kann. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir diese Infamous Sets haben, sondern wir haben ja auch Notorious Items mit ganz speziellen Effekten. Da haben wir auch schon was Cooles gehabt, dass ihr zum Beispiel eine extra Taste drücken müsst und dann andere Kugeln verschießt, bei einer Sniper Rifle zum Beispiel. Aber ihr diese Ladung erstmal aufladen müsst durch eure Kills mit dieser Waffe. Also solche Sachen sind hier auch denkbar oder sie sind umgesetzt und wer weiß, was noch alles drinsteckt zu Release. Aber es gibt noch mehr. Es gibt bei diesen Bösewichten Synergien. Wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Infamy Set, vom Bane, irgendwas bei euch tragt und dann eine Notorious Waffe ausrüstet oder sowas, dann kann es passieren mit etwas Glück, dass sich hier eine Synergie ergibt und diese Synergie schaltet euch einen noch größeren Bonus frei. Also eine weitere Mechanik, die ihr nutzen könnt. Im Beispiel hatten wir hier The Terror Behind the Mask. Ich blende euch das wahrscheinlich im Hintergrund nochmal ein. Und hier macht man, wenn man Feinde sozusagen gewissermaßen vergiftet, heißt das, glaube ich, dann der eine Feind, der da vergiftet ist, richtet 500% mehr Schaden an, während er am Leben ist. Ihr richtet aber auch 500% mehr Schaden an, solange dieser Feind am Leben ist. Bedeutet, ihr könnt diesen Bonus krass ausnutzen, um alles andere drumherum mit 500% mehr Schaden wegzukillen und natürlich aber auf diesen einen Feind aufzupassen, dass der euch mit 500% Schaden nicht auch killt, ja. Und da kann man dann Stacks sammeln für Terror Behind the Mask, damit das irgendwie ausgelöst wird. Und sowas finde ich mal richtig cool, dass es sowas auch noch geben kann. Dann haben wir noch gesehen, dass es diese Squad-Skills gibt. Das ist wie ein Paragon-System. Man kann unendlich Levels sammeln und man kann dann Squad-Skills freischalten. Und da soll es unendlich gehen. Ihr könnt unendlich viel sammeln. Das blende ich euch im Hintergrund auch ein. Diesen Bildschirm konnte man zumindest mal kurz sehen im Livestream. Dann wurde eigentlich auch noch gezeigt bei den Social Features, dass es Clans geben wird. Dann konnten wir noch herausfinden, dass es bei diesen Endgame Incursion Missions auch dazu kommen kann, dass das Wetter das Kampfgeschehen beeinflusst. Es kann zum Beispiel donnern und blitzen und dann kommen wirklich Blitze vom Himmel und ihr müsst vielleicht sogar noch Blitzen ausweichen, während ihr diese Incursion Missions bestreitet. Und was hier auch noch krass dazu veröffentlicht worden ist, dass es Mastery Levels gibt im Endgame. Das heißt, je mehr Incursion Missions ihr bewältigt und erfolgreich schafft, desto weiter steigt ihr hier auf mit eurem Mastery Level. Und am Anfang bekommt man Tier 1 von dem Bane Gear Set zum Beispiel bei Season 0 zu Release. Wenn man dann aber ein gewisses Mastery Level hat, dann ist man quasi qualifiziert dazu, Tier 2 bekommen zu können als Drop. Also das kriegt man nicht garantiert dann, das Tier 2, sondern das droppt dann vielleicht mal mit Glück, vielleicht mal nicht. Und je höher euer Mastery Level ist, desto höher geht ihr einfach und schaltet euch vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit frei, dann Tier 3 erhalten zu können. Das ist also auch noch eine Mechanik, die drin sein wird. Im Endgame wussten wir bisher auch nicht und ist auf jeden Fall eine Motivation hier, sich weiter durchzuprügeln natürlich. Des Weiteren wurde sogar was mit PvP angedeutet, dass es möglich sein wird. Es wurde nämlich gefragt im Livestream währenddessen, so gibt es PvP im Spiel. Und dann wurde von offizieller Seite gesagt, darüber können wir aktuell nicht reden. Also sieht das doch, oder es klingt zumindest ziemlich wahrscheinlich, dass irgendwas mit PvP vielleicht im Laufe der Zeit irgendwann ins Spiel kommen wird, selbst wenn es nicht bei Release dabei ist. Dann haben wir noch sehen können, was es bei den Gearslots noch für offene Stellen gab. Hier konnte man zum Beispiel nicht sehen, dass es einen Lucky Charm gibt, den man ausrüsten kann, also einen Glücksbringer. Das wird noch in einem Slot ausrüstbar sein. Und den Neckbomb, ich glaube, das wusstet ihr bereits von mir, dass es einen Neckbomb-Slot gibt. Das konnte man halt im Livestream auch nochmal schön sehen. Und damit haben wir es eigentlich, was auch bei diesem Insider 3 angekündigt wird mit den Elseworlds. Denn das ist ein Teil, also diese Incursion Missions sind ein Teil von diesen Elseworlds. Ihr könnt also durch Portale, die innerhalb von Metropolis auffindbar sind, könnt ihr in Elseworlds Gebiete gehen.
dadurch wird eigentlich alles möglich. Also wir können für die Zukunft von Suicide Squad Kill Justice League erwarten, dass es nicht nur sich alles in Metropolis direkt abspielt, sondern durch so ein Portal kann es natürlich überall hingehen. Und was da alles denkbar ist, lasse ich eure Fantasie mal freien Lauf. Es ist theoretisch alles möglich und alles denkbar. Dazu dann noch neue spielbare Helden, eben dieses coole Gearset-System mit saisonalen Sets, die aber wahrscheinlich bestehen bleiben, 3 Tiers haben, jeweils jedes Tier andere Bonuseffekte hat, dadurch mega viel Abwechslung und mega viele Kombinationen möglich werden, was man machen kann. Der Lootpool wird ständig erweitert, wird ständig größer und interessanter für mehr Builds, für andere Kombinationen. Genau das, was man sich eigentlich, finde ich, von einem Loot-Shooter erhofft, nämlich geilen Loot, der interessant ist und der auf lange Sicht einfach viel Potenzial hat, durch vielleicht ungeahnte, unerdachte Kombinationen ganz andere Builds irgendwann zu ermöglichen. Viel mit rum experimentieren kann man auf jeden Fall dann in diesem Game. Und was ich ansonsten vom Gameplay gesehen habe, hat mir wieder oder weiterhin richtig Lust gemacht auf das Game, denn seit der Alpha konnte ich es ja nicht mehr zocken. Ich habe richtig Bock drauf. Also lasst mir gerne Kommentar da, wie findet ihr die News, die man so sehen konnte vom Stream. Und wir werden am Montag, ich weiß nicht, wann das Video jetzt rauskommt, ob es am Samstag oder am Sonntag sein wird, am Montagabend werden wir auf Twitch dann uns auch noch den Insider 3 reinziehen und dann da auch noch Informationen sammeln, die wahrscheinlich noch fehlen und nicht in diesem Stream bisher erschienen sind. Danke euch fürs Einschalten und lasst natürlich gern ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wird dem Channel sehr helfen, weiter zu wachsen und damit natürlich in Zukunft auch mehr Content kommen kann. Macht's gut und auf Wiedersehen. We'll be right back.